Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Werwölfe. Ich nehme diese Folge direkt nach der letzten auf, weil ich kann es gar nicht abwarten, die Gänge zu erkunden und zu schauen, was man hier sonst noch machen kann. Ich würde mal sagen, wir schicken jetzt mal Laura hier zur Toilette und wild abknödeln. Wild abknödeln, das ist hier echt eine Interaktion. Okay, halt. Halt dich nicht zurück. Go wild. Gibt es hier generell, ich glaube, wir können hier die Sachen mal ins Inventar platzieren. Ne? Da können wir so mal so ein bisschen aufräumen sozusagen hier. Also ich stelle mir vor, dass Linua halt so ein bisschen Müll sortiert und die Sachen, die halt zumindest drinnen sind, mal in Ordnung bringt. By the way, das sind auch die Flaschen, die eigentlich mit Hochzeitsgeschichten kommen, wo Flaschenpost drin ist. Aber halt eigentlich sollen das eher so halt Flaschen sein, die halt hier einfach noch irgendwie leer sind und rumstehen oder so. Wir lassen die Lichter mal überall rumstehen, weil wenn wir die alle einsammeln, ist es danach dunkel. Das bringt uns nicht ganz so viel. Ich glaube, hier oben sind aber noch einige Sachen, die du aufräumen kannst, ne? Und der mag den Stil nicht. Es ist scheußlich, weil Deko nicht mag. Ja. Aber du musst auch sehen, wir haben sonst nirgendwo, wo wir hingehen können. Oh, es hört mal auf zu regnen. Oh, wie schön ist hier überall. Hier ist ein Regenbogen. Hier sind zwei Regenbögen. So ganz leicht. Sieht man die? Seht ihr die? Sie bewegen sich so ein bisschen mit, aber es sind auf jeden Fall zwei. No. Okay, musst du auch mal zur Toilette? Könnte an sich nicht schaden. Dann geh vielleicht auch mal. Okay. Ich wünschte ja, man könnte hier draußen am Müll irgendwas machen. Also, dass man bei diesen Mülldeko-Objekten irgendwie was wegräumen könnte. Vielleicht können wir auch mal schauen, ob wir irgendwas kochen können, weil wir haben schon so ein bisschen Hunger jeweils. Kannst du mal Mittagessen servieren? Vielleicht mal Gartensalat? Ich nehme mal an, vielleicht könnten sie ja auch Gartensalat irgendwie eher noch irgendwo, wo halt die Sachen noch nicht so funktionieren, hergestellt haben. Wascht ihr hier nicht automatisch Hände? Die beiden Süßen? Muss ich euch das immer erst sagen? Ich bin hier immer noch so ein bisschen am Erkunden, was man hier machen kann. Lino, möchtest du vielleicht mal Initiative ergreifen und hier mal hingehen und den Leuten Hallo sagen? Das ist ja bei dir direkt vom Haus, mehr oder weniger. Weil ich glaube, an für sich ist Lino halt... Oh nein, wir haben schon was kaputt gemacht. Ist Lino voll schüchtern. Aber, weil er ja eben, also in der letzten Folge... oder das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. In der letzten Folge haben wir jeweils schon die Rudelführer der beiden Rudels kennengelernt. Und ich glaube halt, eigentlich ist Lino so zurückhaltend dabei. Aber ich glaube halt, hier Christopher oder wie er heißt, hat bei ihm vielleicht einen guten Eindruck hinterlassen, dass er sich das jetzt eher traut. Ja, Christopher. Kriegen wir da gerade einen Obstkuchen? Nein. Kannst du mal aufhören, dich selber zu kratzen und den Leuten einfach mal Hallo sagen? Die kommen als Begrüßungskomitee zu uns. Oh, komm wieder heim. Oh, das ist voll cool. Magst du dich hier mal schnell, bevor die Leute kommen, hier das reparieren? Wenn dieses Rudel als Begrüßungskomitee kommt, fände ich das mega, mega lieb. Wachsen Brombeeren. Dann denke ich aber auch, die haben halt mitbekommen, dass wir hier wohnen, halt obwohl das nicht unser Haus ist und zeigen uns jetzt hier auch so halt, ihr seid willkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, sie müssen schon wieder los. Oh, das ist aber schade. Jetzt ist er traurig. Bringt uns denn niemand Obstkuchen? Ich dachte, der wäre für uns. Halt nicht, dass ich den jemals gern gegessen hätte, aber halt. Doch! Kriegen hier Obstkuchen. Kannst du gerne mal an alle Nachbarn hereinbitten? Ja. Bitte mal die Nachbarn herein. Ich glaube, ich habe mich noch nie so über das Begrüßungskomitee gefreut. Dann lasst uns hier mal allen Hallo sagen. Sind die alle vom gleichen Rudel? Können wir das hier auch mal fragen?
Jetzt ist es auf einmal schon richtig spät geworden, ne? Irgendwie während wir hier irgendwie in der Gegend rumstehen und versuchen, ein Waschbecken zu reparieren. Ich vergesse immer, wie lange das dauert, wenn man noch keine Skills hat, so ein Waschbecken zu reparieren. Weil ich halt selten mit halt komplett neuen Sims spiele, die noch gar keine Fähigkeiten haben. Ich vergesse das immer. Danke, ich muss los. Oh, das ist aber schade. Nein, warte, die ist doch... Das ist doch die aus Zeit für Freunde, Dame. Was macht die denn hier beim Begrüßungskomitee? Die gehört doch hier eigentlich gar nicht dazu, oder? Ist aber spannend, okay. Dann können wir ihm auch nochmal Hallo sagen. Halt, danke fürs Kommen, danke für den Kuchen. Okay. Ist immer noch wütend. Wir können ja vielleicht ihm so ein bisschen erklären, wo wir herkommen. Und halt, was so unsere Hintergrundgeschichte ist. Und dann würde ich vielleicht wirklich mal danach fragen, können wir ein freundschaftliches Verhältnis pflegen? Weil ich glaube, das heißt ja noch nicht, wir schließen uns dem Rudel an, sondern einfach nur so halt, wir brauchen so ein bisschen Hilfe. Wäre das okay? Er ist zumindest nicht mehr wütend, sondern nur noch normal. Tut mir leid, Nuno, aber ich kenne dich noch nicht gut genug. Geben wir uns die Chance, einander besser kennenzulernen. Okay, fair genug. Ich weiß halt nicht, ob, halt wie das gemeint war. Halt, ich wollte noch nicht Teil vom Rudel sein. Ich wollte einfach nur fragen, so halt, können wir so halt ein, ihr greift uns nicht an, wir greifen euch nicht an, halt, wir sind cool so irgendwie, das haben. Okay. Sonst kannst du mal hier verwenden. Und dann kannst du vielleicht nochmal mit ihm sprechen. Vielleicht auch nochmal für Kommen danken. Wie gut kennst du ihn eigentlich? Ich glaube, du kennst ihn ein bisschen besser als Lino, oder? Hier ist... Oh, Lady ist auch Apex. Ich dachte, das wäre nur der oberste Wolf. Nein, sind sie alle. Ah, ich glaube, das ist eher hier von den Fähigkeiten her, ne? Hier, ne, wie wir noch Welpen sind. Sollten wir nicht Welpenschutz bekommen, wenn wir noch Welpe sind, dass sie uns irgendwie so, dass sie da so ein bisschen vorsichtiger sind? Okay. Sonst gleich, wenn das Treffen vorbei ist, oder ich beende es vielleicht dann jetzt schon? Würde ich vielleicht mit den beiden mal, familienbewusst, vielleicht einfach mal zu der Bar fahren und mal schauen, was da ist. Weil ich glaube, von da aus kann man auch die Gänge erforschen. Und, ja, lass da einfach mal schauen. Halt, wir kennen ja noch gar nichts und ich glaube halt wirklich, wir wollen mal schauen, was hier so ist. Wir müssen ja auch irgendwann mal uns darum kümmern, wie wir Geld verdienen, weil wir haben ja nicht mehr so viel. Und so wie ich es mitbekommen habe, möchte Laura nicht so gerne in einem festangestellten Job irgendwo arbeiten. Dann ist so ein bisschen die Frage, was machen wir mit ihr? Und Linur, glaube ich, ist im Moment noch so ein bisschen zu misstrauisch dafür, so anderen Menschen gegenüber. Also müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie sich das am Ende, was da passiert. So, wir sind hier. Ich muss hier mal gucken, was sind denn das hier für Grundstücke? Ich glaube, James hat das alles gebaut, ne? Ich glaube, hier hinten ist dann die Werwolf-Tür, wo man irgendwie dann reinkommt. Das ist ein großer Raum. Hier passieren viele Sachen. Ach, heftig. Wir könnten eigentlich auch, hier, das ist eigentlich viel nicer als unsere Wohnung, viel Zeit hier verbringen, weil wir haben hier sogar eine Küche. Können wir nicht einfach hier wohnen? Können wir nicht einfach hier unterkommen für eine Zeit? Da ist Morgan wieder. Ich weiß schon, wer dem Hallo sagt. Möchtest du vielleicht mal hier nach Tag fragen? Und Insider-Story erzählen? Ich glaube halt irgendwie, weil Linur noch nicht so richtig seinem Wolfsein da eins mit geworden ist, dass er so ein bisschen seine menschliche Seite ein bisschen mehr... wir können ihn auch mal nach Werwolf-Rudel fragen. Warum ist er Teil von einem Rudel? Das würde mich aber überraschen. Da ein bisschen mehr braucht. Ich glaube, Laura hätte erstmal gerne einen Drink. Könnte hier mal hingehen und sich ein Getränk bestellen. Lieblingsgetränk bestellen. Warum nicht? Tu, was du willst. Okay. Morgan wirkt irgendwie nicht so glücklich. Nerviafa.
Irgendjemand hat uns hier gerade ins Ohr gesprochen. Da muss noch jemand stehen. Ja, hier. Hey, aber Warp! Er ist angespannt. Okay. Und sie wirkt aber auch so. Ja, Leute, wenn ihr nicht gern auf Werwolf-Grundstücken sein wollt, dann lasst es vielleicht lieber sein. Meine Güte. Es ist so, Lino, zwei rivalisierende Rudel mit komplett unterschiedlichen Lebensweiten knallen in einer Kleinstadt aufeinander und alle sind... Warte. Und alle sind Werwölfe. Merkt ihr meine Worte? Moonwood Mill ist eine tickende Zeitbombe. Für keine Simoleons der Welt würde ich an einen Ort wie diesen ziehen. Kann ich verstehen, wenn man halt überlegt, er hat halt auch mehr die Wahl. Halt, er ist ja kein Werwolf. Wir sind überall sonst wo ausgeschlossen worden. Wir brauchen ja so ein bisschen den Schutz der Gemeinschaft. So, wir haben nicht so sehr die Wahl. Es sei denn halt, wir würden sagen, oh, wir wollen... Warte, wir wollten eigentlich ein Getränk haben, ne? Es sei denn halt, wir würden so sagen, es ist halt hier unser Ziel, einfach nicht mehr zum Werwolf zu werden. Aber ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das neu? Willst du es mal probieren? Okay. Sonst könntest du eigentlich auch was zu essen bestellen. Ich glaube, blutige Steak essen die nicht so gerne, wenn sie noch nicht irgendwie verwandelt sind oder so, ne? Bin ich auch gar nicht so sehr dafür, ist doch einfach mal Fritten. Und hier, der Typ hat uns einfach unseren Platz weggenommen. Unverschämtheit, böse, böse. Magst du vielleicht hier mal gerade zur Toilette gehen? Ich sehe auch hier, diese Kugel füllt sich langsam, ne? Irgendwie, das ist eigentlich nicht so ideal, glaube ich. Das ist dann, wo wir die Ausraster haben. Wie werden wir unsere Wut denn wieder los? Ich meine, wir können jetzt was essen, da werden wir vielleicht so ein bisschen weniger wütend. Also, das wäre meine Reaktion zumindest. Und du bräuchtest mal Spaß, ne? Du bist ja athletisch. Möchtest du hier vielleicht mal Schläge üben? Und wir können hier zusammen spielen. Können wir heute Nacht nicht einfach hier bleiben? Wäre das nicht besser? Ich denke, vielleicht wäre das besser. Gucken. Und hier können wir auch die Tunnel erforschen. Er ist hungrig und er ist nass. Hungrig und nass ist keine gute Mischung. Vor allem nasse Pommes. Bäh. Das ist schon eher fies. Das ist schon nicht so. Ist das hier jetzt so gewollt, dass es hier permanent immer regnet? Möchtest du sonst auch mal hier runterkommen? Können wir hier eigentlich selber was kochen? Können wir. Ach ja, ach krass. Wir haben zu Hause keinen Fernseher. Möchtest du vielleicht mal ein bisschen Fernsehen schauen? So ein bisschen Normalität für dich. Und du hast hier tatsächlich Spaß von. Das ist sehr gut. Okay, wir sind Fitnesslevel noch nicht so krass hoch, aber wir fangen ja auch gerade erst an. Das ist ja auch alles okay. Okay. Oh, wir leuchten rot. Ist das gut? Wahrscheinlich eher nicht. Du bist müde. Wenn du wütend bist, möchtest du vielleicht mal schlafen? Oder muss er irgendwie zerstören irgendwann, damit er, damit das wieder weggeht? So als halt wäre er eine Katze und wir müssten ihm einen Kratzbaum anschaffen oder so. Nein? Du hast hier fertig geboxt. Möchtest du vielleicht noch Tunnel erkunden? Ich habe so das Gefühl, Laura würde so halt Lino hier sehen, oh, du bist schlafen gegangen. Und ich glaube, sie hätte halt viel mehr Bock, Sachen zu erkunden, aber sie würde halt auch nicht gerne halt Lino überfordern wollen. Und denkt halt jetzt so, oh, jetzt irgendwie hat er sich mal irgendwie hier zur Ruhe gelegt, so, dann gehen wir jetzt mal hier auf unser eigenes kleines Abenteuer. Ich glaube, das ist hier. Ich glaube, sie hat gar nicht vor, irgendwie bis sonst wohin da reinzuwandern, aber ich glaube, sie ist halt so neugierig. Sie will halt da mal gucken, so, ne? Was es da so geben könnte. Ach ja. Untergrund. Laura atmet tief durch und macht sich auf den Weg in den Untergrund. Warum gibt das mir die Option, auf Fortfahren zu klicken, wenn ich keine andere Option habe? Ich konnte ja jetzt nicht sagen nein. Ist das so nach dem Motto, okay, eigentlich darfst du hier nichts machen, aber wir möchten, dass du dich halt so included fühlst, so nach dem Motto, du kannst hier nichts machen, aber wir möchten gerne, dass dir das nicht so sehr auffällt. Ich habe auch was gemacht. Ich habe immer auf den einzigen Knopf gedrückt, der aufgetaucht ist. Ich war auch wichtig. Hier passiert im Moment noch nicht so krass viel, ne? Vielleicht halt auch, weil es nicht Vollmond ist, sondern Neumond. Ist ja möglich. Ein nasser Hund. Davon gibt es hier wahrscheinlich mehrere, weil es immer nur am Regnen ist. Boah, wie müsste es hier erst riechen mit all den nassen Werwölfen. Oh mein Gott. Die Tunnel sind feucht und Laura kann den Geruch nach nassem Hund, der überall in der Luft hängt, nicht entkommen. Das ist nicht angenehm.
sich trennende Wege. Laura wähnt sich am Ende einer Sackgasse, als sie einen schmalen Vorsprung an der Seite bemerkt. Sie muss sich ein wenig hineinquetschen, kann dann aber hochklettern und stößt auf drei Tunnel. Der Tunnel, der nach links führt, scheint voller Schrott zu sein, denn ihm erströmt ein rostiger Geruch, der in der Mitte riecht nach Knoblauch. Nur aus dem Tunnel, der nach rechts führt, strömt ein angenehmer Duft. Der Geruch nach frischer Luft. Ich denke halt so, der will einen so dazu bringen, auf frische Luft zu gehen. Und ich weiß nicht, ist das clever? Halt da, wo Knoblauch ist, sind wir zumindest vor Vampiren sicher. Aber ich glaube, halt Laura ist noch relativ jung und naiv hier dabei. Sie würde auf jeden Fall Richtung frische Luft gehen. Deswegen wählen wir das mal, ob das jetzt clever ist oder nicht. Aufbruch aus dem Untergrund. Der Tunnel schlängelt sich weiter und führt dann allmählich weiter nach oben. Ist da hinten ein Licht? Die Wände aus Erde werden durch Metallwände abgelöst und Laura geht durch die Bunkertür hinaus. Ah, wir sind wieder hier. Ah, okay. Das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen, ha? Ja gut, passiert. Du, Liebes, bist inzwischen aber auch schon richtig müde. Möchtest du dann hier auch mal schlafen gehen? Bist du eigentlich inzwischen weniger müde? Nein. Weniger wütend, meine ich. Die Wut umgibt Werwölfe wie eine wunderschöne brennende Decke. Spannender Vergleich, spannendes Bild, okay. Wenn die Wut ansteigt, beginnen sich die animalistischen Instinkte zu manifestieren, sodass sie eventuell die Oberhand gewinnen. Okay, wird beschleunigt durch Charakterzüge, Vorlieben, Werwolffähigkeiten und den Vollmond. Sei vorsichtig da draußen, okay. Können wir den denn auch irgendwie wieder runterspielen? Nee, das ist nur, wenn man irgendwann Merkmale gewinnt, die wir noch nicht haben. Wir können nur dafür sorgen, dass es halt schneller oder weniger schnell steigt. Ich überspringe mal hier, ich lasse ihn mal schlafen. So, Lino ist hier gleich wach. Vielleicht könnt ihr hier mal Frühstück machen, das wäre voll gut. Könnten er und Laura hier mal zusammen frühstücken? Wir sind... Oh, guck mal hier, krass. Nee, er hat einfach nur seinen Schlafanzug an. Ich dachte gerade, er hätte schon, wäre schon so ein bisschen wolfmäßig irgendwie unterwegs, weil er auf einmal keine Schuhe mehr anhatte. Aber nein, es ist einfach nur sein Schlafanzug. Kannst du denn jetzt hier Sachen machen, die du sonst nicht kannst? Kannst heulen. Kannst nachher nochmal heulen, wenn du magst. Kannst du mal Laura zum Frühstück rufen eigentlich? Warum denn auch nicht? Deren Sachen sind halt ziemlich zerfetzt. Einmal halt, weil das so ein bisschen die Werwolf-Ästhetik ist. Okay, chill. Oh mein Gott. Aber auch, weil sie ja durch den Wald gestapft sind und so überhaupt erst hier angekommen sind. Laura hat langsam auch Hunger. Das passt eigentlich perfekt. Warum leben wir nicht hier so ein bisschen? Ich meine, wir leben in einem Keller. Wir leben unterirdisch. Ist auch eine Werwolf-Dame. Aber halt, es ist zumindest weniger Müll. Ach, du arbeitest hier. Du warst hier gerade auf Klo, aber du arbeitest hier. Ich verstehe. Okay. Dann mach du mal hier Frühstück. Mein Gott, irgendwie da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn die Pfanne hier immer so kaputt hauen. Wir haben gerade andere Sachen zu tun, als zu studieren. Ich schweige hier gerade betroffen, weil ich gerade hier mit nicht studiere währenddessen und es eigentlich tun sollte. schon eher schlimm. Okay. Weil heute war ich schon sehr lange in der Bibliothek heute. Also was heißt sehr lange? Ich war da. Ich habe Dinge getan, aber ja. Okay, magst du jetzt auch mal hier hinkommen und was essen? Teller krallen. Wobei ich finde, bisher hat noch nichts wild abknödeln übertroffen. Wärst du eigentlich weniger wütend, wenn du Sachen zerstören würdest? Entdeckst du hier deine Zerstörungswut? Können wir mal irgendwas zerkratzen? Wir probieren das gleich. Mondfrieden. Weil beim Neumond geschlafen hat. No. Ich will nur gerade gucken, ob das hier irgendwas macht. Nein, er ist jetzt noch wütender. Und jetzt ist er traurig. Oh nein. Wisst ihr was? Freud hatte Unrecht. Und zwar hatte er die Dampfkesseltheorie oder die Dampfkesselhypothese. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also irgendwie so ein Konzept mit Dampfkessel im Namen hatte er postuliert. Und zwar war das so, oh, wenn du Wut hast, staut sich das immer mehr auf wie in so einem Dampfkessel und irgendwann musst du es halt so rauslassen. Und wenn du es halt vorher so nach und nach rauslassen kannst, ist es eigentlich besser. Also halt, wenn du nicht wartest, bis du so die Wand hochgehst, sondern wenn du halt so ein bisschen so der wutfreien Lauf lassen kannst, so stückweise.
Und das hatte man auch getestet, indem man Leute, die wütend aufeinander waren, mit so Schaumstoffschlägern aufeinander los hat gehen lassen und geguckt hat, ob das geholfen hat. Und es hat tatsächlich das Gegenteil bewirkt, wie jetzt hier diesen Sesselzug zerkratzen, nicht dazu geführt hat, dass er sich besser fühlt. Was tatsächlich gegen Wut und Aggression hilft, ist Empathie. Können wir nicht eine normale Dusche nehmen? Wir können schnell Duschen nehmen, okay. Ja. War interessant, dass das bei Werwölfen genauso ist. Hehe. Laura, geht's hier noch besser? Das ist ja irgendwie konsistent mit allem. Und wir werden, denke ich, in der nächsten Folge dann sehen, wie hier Lino damit umgeht, wenn die Wut mal etwas höher wird. Ich stelle hier das mal. Können wir es nicht in den Kühlschrank packen? Ach, schade. Dann lassen wir das da mal einen Moment stehen. Jedenfalls, ich würde sagen, das erleben wir dann in der nächsten Folge. Schade, dass der Vollmond so krass weit weg ist. Der ist erst nächste Woche Freitag. Das ist noch echt lang. Das ist noch echt richtig lang. Gucken wir mal. Aber vielleicht fällt uns ja... Doch, warte, wir haben noch einen Vollmond vorher. Hier. Ich habe nur den übernächsten Vollmond gesehen. Okay. Ich dachte gerade, da müssten wir echt richtig, richtig lange warten, bis wir das... Nee, das ist schon jetzt demnächst. Okay. Ja gut. Jedenfalls, da schauen wir mal hier in der nächsten Folge, was hier passiert, wenn Linur die Kontrolle über seine Wut verliert, was dann passiert. Und dann schauen wir mal. Alle Vorschläge bitte gerne in die Kommentare. Und dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!